So, hallo und herzlich willkommen zurück bei GT6. Und ja, um das Ganze einfach mal kurz abzukürzen, schon wieder so eine komische Anmoderation. Um es einfach kurz zu machen, wir gehen heute auf Zeitenjagd und zwar auf der Strecke Laguna Seca mit einem Subaru BRZ von R&D Sport. Und das Ganze ist eine Saisonveranstaltung. 500 LP dürfen wir hier fahren, haben wir auch im Wagen drinne. Und wir dürfen Rennwagen benutzen und ich weiß nicht so genau, ihr wisst ja immer noch die Sache mit dem Lenkrad und so. Jeder, der die letzte Folge gesehen hat, weiß, was ich meine. Ist immer noch dieselbe Aufnahmesession, das heißt, ich muss mich immer noch weiterhin auf das Ding einschießen und werde jetzt hier erstmal nur diese Strecke wahrscheinlich benutzen, bis ich hier die Zeit geknackt habe. Das kann ein bisschen dauern, aber ich glaube, das ist ein gutes Training, um mich mal hier an das Lenkrad zu gewöhnen. Der Wagen ist soweit eingestellt. Ich gucke mir mal das Getriebe an. Ich weiß gar nicht so genau, wie viel schnell man hier wird, aber ich denke, jetzt 150 können wir schon mal lassen. Werden wir wahrscheinlich nicht erreichen. Fahrwerk ist Standard. Die Bremse will ich hier mal ein bisschen auf der Hinterachse haben. Und ja, Wagen ist ein bisschen gedrosselt natürlich, damit wir auf 500 LP kommen. Abtrieb habe ich hier sehr viel dabei. Da mache ich mir hier auf der Vorderachse mal etwas mehr drauf und hinten etwas weniger. Nehmen wir mal 500. 500 Klicks, das ist glaube ich in Ordnung. So, das müsste passen. Antrieb habe ich etwas reduziert. So, und so werde ich jetzt mal versuchen, diese Herausforderung hier anzunehmen. Und mal so ein paar Runden drehen. Ich denke, keine Ahnung, wie lange ich dafür brauchen werde. Auf jeden Fall fahre ich jetzt mal so lange, bis ich das hier geschafft habe. Und ansonsten kommt aber auch noch eine andere Folge am Wochenende. Und zwar ein Car-Check. Was genau, weiß ich noch nicht. Muss ich gleich im Anschluss machen. Aber erstmal versuche ich jetzt hier also Zeiten zu jagen. So, erstmal an das Auto gewöhnen, was ja ein bisschen weniger Leistung hat als der eben noch gefahrene Lexus aus der vergangenen Folge. So, mal schauen, was wir hier reißen können. Ich werde hier mal langsam anfangen. Und hier fahren auch ganz viele andere, sind das schon gefahren aus meiner Freundesliste. Rufus und Toyota und Rolli, Hamu und Mark VDS. Tedor, alle möglichen hier. Ich bin natürlich viel langsamer gerade noch. Das sind aber immer jeweils die besten Zeiten von denen. So, ja, muss mich jetzt hier erstmal reinfuchsen, reinarbeiten. 1,30 wollen die hier haben. Also Gold will ich schon erreichen dann am Ende. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich denke schon, wenn ich hier länger trainiere halt. Aber ich glaube, ich brauche halt ein bisschen, bis ich das schaffe. Die Strecke ziemlich geil, die mag ich sehr gerne, die Laguna Seca. Tolle Kurvenkombination hier, schöne schnelle Kurven und die Korkenzieherkurve hier oben dann noch. Schöne Berg- und Abschnitte, Bergauf, Bergab-Abschnitte mag ich sehr gerne. So ein bisschen Unebenheiten sind auch drin. Sehr charakteristisch hier, diese schnellen Kurven, die auch nach außen und nach innen ein bisschen abfallen. Mag ich sehr gerne. Liegt in den USA die Strecke, in Kalifornien. Ich glaube, ich habe sogar mal eine Streckenvorstellung gemacht hier mit der ganzen Hintergrundgeschichte. Aber diese Track Guides, diese erweiterten, kamen nicht so gut an bei euch damals. Und ja, ich denke, dass ich Track Guides wieder machen werde. Aber dann in Project Cars, wenn Project Cars raus sind, werde ich dann wieder richtige Track Guides machen, wo ich euch die ganzen Strecken genau erkläre. Mit allem drum und herum, wie man anbremst, wie man reinfährt, wie die Kurven heißen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht bei GT5 damals und da haben wir dann auch wieder ein paar neue Strecken, wo wir das machen können. Ich hoffe, ich vergesse es nicht bis dahin und mache es dann auch. Ansonsten könnt ihr mich ja nochmal dran erinnern später, wenn ihr das sehen wollt. So, hier habe ich glaube ich ein bisschen zu viel gelupft. Bei diesen Hot Laps hier, da muss man wirklich auch immer alles rauskitzeln aus dem Wagen. Deswegen ist das ein gutes Training, denke ich, wenn man wirklich ans Limit gehen muss.
Und das zu finden ist eben nochmal ein Problem beim Lenkradfahren. Aber auch ganz gut. Ich glaube, wir sind gar nicht so schlecht unterwegs im Moment, wenn ich mich so richtig hier einfühle. Es fühlt sich jedenfalls schon sehr gut an hier mit dem Wagen. Etwas zu viel verloren hier, glaube ich. Auch hier hätte ich, glaube ich, früher aufs Gas gehen können. Das sind also noch den letzten Sektor Stellen, wo ich mich deutlich verbessern kann. Und es hat schon für Silber gereicht. Also ich muss nur noch 2/10. Das läuft ja besser, als ich dachte. Oder es war gerade echt nur Glück, dass ich hier so gut durchgekommen bin. Ein bisschen quer gestanden. Ich glaube, da habe ich Zeit verloren. Ich glaube, da hätte ich gar nicht bremsen müssen. Hier leicht die Bremse angetippt, aber das war, glaube ich, völlig überflüssig. Ja, diese Wagen lassen sich natürlich auch sehr leicht fahren. Also diese GT300-Dinger kann eigentlich jeder, glaube ich, jeder Fahrer bedienen. Wäre ja lustig gewesen, wenn ich jetzt abgeflogen wäre, gerade in dem Moment. So. Sehr am Limit gewesen, habe ich glaube ich mehr verloren als gewonnen. Sehr weit innen gefahren, auch in Ordnung. Ja, ich glaube mit der langen Folge, die ich euch hier gerade schon so angedeutet habe, können wir doch nicht rechnen. Wobei jetzt glaube ich gleich, es gibt glaube ich noch eine zweite Hot Lap. Mit einer Viper soll man da fahren. Ich glaube, das werde ich auch nochmal ausprobieren. Weil wir haben schon Gold. Und das war ja doch relativ easy. Und ich glaube, die Viper, die hat noch ein bisschen mehr Power. Das wird wahrscheinlich etwas rutschiger und wahrscheinlich auch schwieriger. Goldzeit haben wir jedenfalls erzielt hier. Ging ja fix 7 Minuten 30. So. Ja. Ich glaube, ich habe sogar die Viper in meiner Garage. Ich weiß es jetzt nicht so genau. SRT Viper Super Lab. Ich weiß nicht welche genau. Ich glaube die neue. Ne, wir dürfen alle nehmen. Na, dann nehme ich doch die ACR. Die gefällt mir am besten. Die habe ich auch in der Garage. Müsste ich eigentlich. Hersteller, gehen wir mal runter, das ist ein amerikanisches Fahrzeug. Und der SRT müsste das sein. Ja, da ist es doch. Viper ACR. Nimmt er die auch? Ja. Das ist auch eine schwierige Strecke hier mit Matterhorn-Dristelen. Da gibt es sehr viele Unebenheiten und auch sehr viele Steigungen und Gefälle. Gerade da im letzten Sektor muss man ins Gefälle runterbremsen. Da wird der Wagen sehr instabil. Das wird bestimmt eine ziemliche Herausforderung jetzt mit dem Wheel, das hinzukriegen. Hier muss alles stimmen, vor allem die Strecke ist auch sehr kurz. Da ist es natürlich dann umso wichtiger, jedes Zehntel mitzunehmen. Im Moment so aus, als ob das Spiel eingefroren wäre, aber ich glaube, es geht jetzt weiter. Wir müssen das Auto auch noch einstellen. Das Fahrzeug ist im Moment noch zu langsam. Wir können 600 LP mit an Bord nehmen. Das sollten wir wohl auch tun. Und weil vielleicht noch ein bisschen Gewicht. Ne, Gewichtsreduktion ist schon voll drin. Schon gemacht. Ah, die ist gedrosselt. Okay. Euch gedrosselt, habe ich wohl mal irgendwo versucht einzusetzen. Na, dann nehmen wir mal 598 LP. Können wir auch mit glücklich sein. Antriebsmäßig werde ich die nochmal hier ein bisschen entschärfen. Nur einige Teile, die wir noch nicht eingebaut haben. Eine Antriebswelle können wir nochmal reinkluppen.
eine bessere Kupplung, drei Scheiben. Getriebe können wir etwas, ja, runterschrauben. Ich denke mal 270 mehr, schneller werden wir hier nicht werden. Aufhängung, okay, hier habe ich schon, glaube ich, modifiziert. Muss ich hier nochmal verändern. Ein bisschen mehr Bremsballons ist schon nicht schlecht. Abtrieb hat der Wagen von vornherein dabei. So ist er ganz gut aufgestellt, der Wagen, denke ich. TKS habe ich hier an, dann mache ich mal aus. Wird mit 600 LP und Sport hart natürlich jetzt eine harte Sache. Aber naja, schauen wir mal, was wir damit machen können. Ich denke, ich werde nicht mehr als einmal drehen, aber nur so lernt man das halt auch richtig, wenn man es versucht. Schöne Aussicht hier. So. Viper, Viper, sage ich dazu nur. Nächste Runde ungültig, jawohl. Kann ich mich gleich mal einfahren hier in der ersten Runde. Was war... Müssen wir nochmal zurückgehen. Von wegen, wir werden nicht so schnell. Wir sind jetzt schon im Begrenzer gewesen. Bei 260, obwohl wir 270 eingestellt haben. Was soll der Scheiß? Naja. Ich glaube, das ist hier, wird hier eine deutlich schnellere Nummer, als ich gedacht habe. Gehen wir auf 300. Da hinten kommt nämlich noch eine viel längere Gerade. Next try. Da fährt der Computer schon so quietschend durch die Kurve. Das kann nicht gut gehen. Das wird bestimmt schwierig hier. 1,10 müssen wir erreichen. Boah, die zieht ja ganz schön ab, die Viper. Ja, das war ja mal überhaupt nichts. Yay, erste Kurve der Dreher schon. Ich mir gedacht, dass das passiert. Ja, sich hier ordentlich kurbeln. Oh, jetzt hängt er sich hier wieder an der scheiß Leitplanke fest. Drehen und drehen wie im LKW und weiter geht's. So. Aber auch nicht. Wenn wir hier langsam reintasten. Das ist jetzt schon eine harte Nummer. 600 LP mit Sportreifen zu bändigen. Gut, der Wagen ist... Hier permanent durchdrehende Räder. Also, das klappt hier noch gar nicht. Ich glaube, ich muss mich hier ganz langsam reinarbeiten. Die Bremse funktioniert überhaupt nicht, habe ich das Gefühl. So, die erste Runde war total für die Katz. So, hier kommt dann dieser Abschnitt auch, der extrem hart ist mit den Bremsen. Da bremse ich hier immer schon, da muss man ganz früh einlenken. Einigermaßen geklappt. Hier muss man viele mit dem Lenkrad machen und hier viel Einschlag fahren. So, das ist ja schon etwas besser. So, 35 Minuten zu langsam. Sekunden. Wieder der Scheiß. Okay, diese Kurve habe ich noch nicht im Blut. Hoffen wir, dass die anderen vielleicht besser funktionieren. Ja. Da müssen wir auch bremsen bei dieser Kurve. Normalerweise mit den meisten Wagen Vollgas. Ein bisschen lupfen muss man mal vielleicht. So. Das hat jetzt auch noch beschissener funktioniert als vorher. Yeah, Breakdancer! So, okay.
jetzt versuche ich es mal ganz konzentriert und werde mal jetzt die Klappe halten eine Runde. Mal gucken, ob das was bewirkt. Ich glaube zwar nicht, aber zumindest will ich hier mal normal um die Runde kommen. Yay! Erste Kurve wird überlebt. Viel zu früh. Denke ich immer zu spät ein, fällt mir gerade auf. Ja, Runde ungültig. Naja, aber zumindest war es mir einigermaßen akzeptabel. Sage ich einfach mal. Versuch's nochmal eine nachzulegen. Ja, immerhin 3 Sekunden zu langsam vom Gold. Wenn das was geworden wäre, das wäre doch gar nicht schlecht. Die Fail-Olympiade geht weiter. So, liebe Leute, an dieser Stelle war mal ein kleiner Cut drin, weil ich da wirklich sehr lange für gebraucht habe. Ich glaube, fast 20 Minuten. Und jetzt seht ihr nochmal die tatsächliche Runde, wo ich dann auch die Goldzeit erreicht habe. Ja, die Viper mit dem ganzen Drehmoment auf der Hinterachse, das war dann noch eine ziemlich heftige Nummer gerade noch. Aber am Ende habe ich es dann doch ganz gut geschafft. Ja, man braucht halt einfach ein bisschen mehr Eingewöhnungszeit. Deswegen seid mir nicht böse, dass ich euch das jetzt hier nicht noch diese 20 Minuten Rumdreherei gezeigt habe, sondern euch jetzt hier einfach mal die bestandene Runde zeige. Eine 1,8 irgendwas bin ich gefahren, glaube ich. Werden wir am Ende noch sehen. Damit war ich eigentlich ziemlich zufrieden und es war dann auch einigermaßen stabil gegen Ende. Also, ich muss hier wirklich aufpassen, gerade im letzten Sektor habe ich dann immer wieder Fehler reingehauen. Wo man dann beim Anbremsen hier den Berg runter dann wirklich sehr viel über die Vorderachse schiebt und Probleme kriegt. Seht ihr auch, hier bin ich ganz langsam gefahren. So hat es dann geklappt, war kurz wieder vor einer gestrichenen Zeit. Naja, egal. Auf jeden Fall, so habe ich es jetzt geschafft. Und bin sehr froh, dass ich das doch auf Gold gepackt habe. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal.